So, noch einmal herzlich willkommen bei unserem heutigen Webinar, das Webinar Neuer Glanz für alte Schätze. Sie hören jetzt gerade mich, Oliver Mevs. Ich bin bei Datacolor zuständig für den Customer Service, inzwischen schon seit über 10 Jahren, und ich bin eben auch Fotograf. Also sollten Sie heute hier in dem Webinar Fragen haben, dann können Sie natürlich einfach über das Chat Fenster stellen. Das ist gar keine Frage. Ich werde das Chatfenster gleich einmal ausblenden für den Rest des Webinars und zum Schluss wieder einblenden. Wir werden dann Ihre Fragen einfach laut vorlesen. Keine Angst, ohne Namen. Also dumme Fragen gibt es wirklich keine. Und dann auf die Fragen antworten. Mit heute von der Partie ist der Robert Ranitzky. Den habe ich hier an der anderen Leitung. Ich rede hier übrigens aus Zürich. Robert, wo sitzt du? In München. In München. Tja, wie klein die Welt wird mit dem Internet, gell? Was machst denn Genau. du so? Motion Graphics Designer, erzähl mal ein bisschen. Genau, also hallo erstmal auch von meiner Seite. Es freut mich total, hier das machen zu dürfen für euch. Motion Graphics Designer klingt natürlich sehr spannend, ist es eigentlich auch, aber es ist natürlich ein sehr, sehr breiter Begriff. Also hauptsächlich beschäftige ich mich mit dem bewegten Bild, sprich 2D, 3D-Animationen, Visualisierung von Produkten, die vielleicht noch gar nicht physikalisch vorhanden sind, aber schon animiert werden möchten. Dazu zählen natürlich viele Projekte, die wir für Wacom gemacht haben, also sprich Trailer, Visualisierung für technische Hersteller, Automobildinge, die natürlich auch hier in München natürlich ganz, ganz groß sind. Jawohl, so, dann bin ich mal gespannt. Wir können deinen Monitor jetzt gut sehen. Ich kann mir vorstellen, du hast eine ganze Menge zu zeigen. Ja, habe ich. Also ich habe mir ein bisschen was überlegt. Wahrscheinlich werden sich der eine oder andere fragen nach dem Intro jetzt, wieso Motion Graphics? Hier geht es ja gar nicht um Bewegtbild oder Animation. Tatsächlich ist es so, dass ich Kommunikationsdesign studiert habe und ursprünglich auch aus dem zeichnerischen Print-Bereich eben auch komme, sprich auch Fotografie sehr, sehr präsent ist bei mir im täglichen Leben und dementsprechend natürlich auch sehr, sehr viel Bildbearbeitung da ist. Ist natürlich sozusagen so ein Nebenstandbein, neben der Leidenschaft und Haupttätigkeit als Motion Graphics Designer. Von daher werde ich euch heute ein wenig bisschen was zu Photoshop zeigen, wie man alte Bilder aufpeppen kann. Und wer sich noch ein bisschen ein Bild darüber machen möchte, was ich so normalerweise mache, findet hier unter meinem Twitter-Namen Ranimation, mich unter Twitter oder eben unter ranitzky.com mein Portfolio. Und das Ganze wird eben unterstützt auch von Wacom. Ich bin auch für Wacom als Evangelist tätig. Das heißt, dadurch, dass ich glaube, seit 11 Jahren oder so Wacom-Produkte nutze, bin ich eben auch dazu imstande, die Produkte gut zu erklären und eben nicht nur zu nutzen, sondern auch dazu ein bisschen was zu sagen, wie man das Ganze eben sehr schön einsetzen kann für die tägliche Arbeit. Welche Bilder werden wir uns heute anschauen? Es sind insgesamt 3 Bilder, die ich auch im Rahmen für ein E-Book für Wacom bearbeitet habe. Und zwar ist es erstens ein Bild von, so wie ich gehört habe von meinem Vater, einer entfernten Verwandten von mir, also einer Tante von meiner Oma oder sowas. Dieses Bild ist tatsächlich von 1910 und dementsprechend schon über 100 Jahre alt und das Ganze wurde dann abgescannt mit einer ziemlich hohen Auflösung und wird dann eben jetzt in den folgenden 45 Minuten ungefähr eingefärbt, sodass es tatsächlich aussieht, als wäre es mehr oder weniger ein halbwegs aktuelles Foto. Wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, kann ich auch auf ein paar andere Bilder eingehen, die ich ebenfalls bearbeitet habe. Das ist ein weiteres Bild, also das ist das Originalbild, wie es tatsächlich so vorhanden ist. Also auch mit den ganzen Störungen hier und Flecken, Kratzern, was man eben so hat bei Bildern, die über 100 Jahre alt sind und irgendwo auf dem Speicher dann gelagert wurden. Das ist dann auch die eingefärbte Version des Bilds mit den Kids. Und vielleicht noch hier ganz kurz die eingefärbte Version der Frau. Auch hier schön der Vorher-Nachher-Vergleich. Da werde ich eben nicht nur aufs Einfärben eingehen heute, sondern auch, wie man diverse Kratzer und Störungen aus diesem Bild entfernt, was natürlich auch für viele sehr, sehr spannend ist. Ein weiteres Beispiel, wie gesagt, je nach Zeit, also da gibt es auch verschiedene Herangehensweisen, die ich hier ganz gerne zeigen würde, ist dieses Bild von dieser Lok. Auch ganz spannend. Auch leider mit sehr, sehr vielen Störungen hier versehen. Also man sieht auch hier im unteren Bereich teilweise auch über die Gesichter irgendwelche, man erkennt es nicht ganz, Kratzer oder ob es irgendwelche Striemen
oder einfach irgendwie was drüber gelaufen ist. Jedenfalls natürlich muss man auch diese entfernen, bevor man das Ganze einfärbt. Also auch da gibt es verschiedene Techniken, auf die ich heute eingehen möchte. Starten möchte ich ganz gerne mit diesem Bild. Das heißt, ich öffne mir dieses Bild in Photoshop direkt und werde dazu noch ein bisschen was sagen. Wie man sehen kann, ist dieses Bild recht hoch aufgelöst. Also grundsätzlich lohnt sich das natürlich, ein Bild so hoch wie möglich hochauflösend einzuscannen. Das Ganze wurde hier bei 8.500 Pixeln ungefähr mal knapp 5.000 Pixel eingescannt. Das ist also schon eine recht ordentliche Auflösung. Vielleicht ein bisschen zu viel einfach auch für ein Screen, weil natürlich sieht man jetzt bei 16,7% trotzdem fast 100% des Bildes. Aber ich gehe immer nach dem Motto, grundsätzlich möglichst viele Informationen erstmal reinzubringen ins Bild beim Einscannen, und dann kann man natürlich das Bild immer noch verkleinern. Also wenn man hier ein bisschen reingeht, dann wird man schon sehen, dass das schon außerordentlich hochauflösend ist. Gar nicht so schlecht für ein digitales Bild. Jetzt ist es so, dass wenn man sich dieses Bild erstmal anguckt, die Problematik, die man hier sieht, ist natürlich, dass hier sehr, sehr viele kleine Störungen drauf sind. Diese kleinen Störungen, die sind natürlich nicht ganz so einfach zu entfernen, da natürlich hier an dieser Stelle sehr, sehr viel, ja, Kopierstempel oder ja, magischer, hier, wie heißt das Tool auf Deutsch? Bereichsreparaturpinsel gearbeitet werden muss. Aber da wird man ja wahnsinnig werden. Also wenn man sich wirklich die Menge an Störungen hier anguckt, das ist teilweise wirklich, ich weiß nicht, ob es jetzt 100 oder 1000 sind, aber es ist wahnsinnig viel. Von daher empfiehlt es sich an dieser Stelle erstmal, diese Störungen zu bereinigen. Und ich gehe immer so vor, ich gehe immer von den feinen Störungen zu den großen. Das heißt, ich entferne erstmal das, was vielleicht sogar automatisch entfernt werden kann, weil es das Einfachste ist, und gehe dann über auf die tatsächliche Handarbeit. Und eines der Filter, die dafür sehr, sehr gut geeignet sind, ist der Filter, den man bei den Störungsfiltern findet. Moment. Wo haben wir es? Hier, Rauschfilter. Und zwar, wenn wir Staub und Kratzer auswählen, dann sehen wir hier dieses kleine Vorschaufenster. Und wenn wir in dieses Vorschaufenster reinklicken und dann wieder loslassen, also ich benutze hier ein Wacom Intus Pro Tablet der Größe M, falls es jemanden interessiert. Ich arbeite hier an einem 24 Zoll Monitor. Wenn man jetzt hier reinklickt, einfach mit dem Stift in dieses kleine Fenster, sieht man immer abwechselnd einmal vorher und nachher. Das kann man natürlich auch ausstellen über die Vorschau hier, dann sieht man eben auch im Hintergrund, was da passiert. Also da hat man mehrere Möglichkeiten, interaktiv bereits diese Störungen zu entfernen und bereits hier so vorzugehen. Es ist jetzt natürlich so, dass viele fragen, ja, welcher Wert ist denn da der richtige? Also das kann man pauschal gar nicht sagen. Es ist einfach viel Trial and Error, also es ist einfach viel Rumprobieren. Ich glaube, für dieses Bild habe ich mich letztens dann final tatsächlich für einen Wert von 5 und 10 entschieden. Also das ist dann ein Wert, der hier bei dieser 100% Darstellung tatsächlich ein durchaus gutes Ergebnis liefert. Und man kann natürlich dann auch schauen, ob beispielsweise an den verschiedenen Details, gerade im Bereich des Gesichtes, irgendwelche Weichzeichner-Effekte auftreten. Also letztendlich ist es ein Algorithmus, der natürlich schaut, welche harten Konturen sind bei einem ganz kleinen Pixelbereich vorhanden. Das Ganze wird natürlich auch über den Schwellenwert und über den Radius gesteuert in Verbindung. Und dementsprechend kann man hier wirklich schauen, wann es halt anfängt, unscharf zu werden. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier einen sehr hohen Wert wie 24 wähle, dann hat das Bild fast gar keine Störung mehr. Selbst solche Streifen sind fast komplett weg. Aber natürlich ist das Bild so völlig unbrauchbar. Deswegen sollte man hier einen so klein wie möglichen Wert nehmen, sodass halt möglichst viel tatsächlich weg ist, aber trotzdem ein gewisses Maß an Schärfe des Bildes noch vorhanden ist. Wir können das Ganze bestätigen. Dann ist das natürlich an dieser Stelle schon gemacht. Bevor ich das allerdings jetzt nochmal bestätige, gehe ich nochmal einen Schritt rückgängig, denn ich habe einen ganz wichtigen Schritt vergessen. Und zwar, bevor wir das machen, sollte man sich die Ebene duplizieren. Natürlich einfach aus dem Grund, dass man jederzeit zurückgehen kann. Das heißt, ich nenne jetzt diese Ebene einfach bearbeitet. Und
wähle hier nochmal den gleichen Filter aus. Für alle diejenigen, die sich jetzt wundern, wieso ich das so schnell auswählen konnte, die das jetzt nicht kennen, die gleichen Settings, die ich als letztes angewendet habe, kann ich hier über Filter mit Staub und Kratzer direkt anwenden oder eben über den Shortcut Command F oder auf Windows Steuerung F. So, das heißt, ich kann auch immer sehr schön hier vorher nachher sehen, wie sich das Bild im direkten Vergleich hier abzeichnet. Und man sieht schon, dass das Ergebnis recht gut ist. Kommen wir jetzt zu diesen ganzen kleinen Kratzern an dieser Stelle. Diese ganzen kleinen Kratzer, die kann man natürlich ganz klassisch mit dem Kopierstempel hier beheben. Das heißt, man hält die Alt-Taste gedrückt und zieht dann auf eine Fläche, die eben korrigiert werden soll und stempelt dann von hier nach da drüber. Das ist natürlich ein Weg, der durchaus legitim ist, nach wie vor Verwendung findet. Aber ich glaube, seit 5 oder 6 Photoshop-Versionen, vielleicht auch länger, gibt es eben ein neues Werkzeug, was eben so heißt Bereichsreparatur und Reparaturpinsel. Diese beiden Werkzeuge ermöglichen eine wesentlich schnellere Bearbeitung dieser Störungen, gerade solche kleinen Störungen. Und speziell in Verbindung mit dem Wacom-Tablett ist es natürlich sehr, sehr spannend, weil das Wacom-Tablett natürlich drucksensitiv hier arbeitet. Das heißt, ich kann jetzt hier zum Beispiel einen relativ großen Pinsel auswählen. Ja, das heißt, der ist ein Vielfaches größer als die zu korrigierende Fläche, kann aber natürlich mit ganz wenig Druck hier trotzdem einen sehr, sehr kleinen Bereich korrigieren. Das heißt, ich korrigiere tatsächlich nur das, was absolut notwendig ist und kann so tatsächlich über den aufgebrachten Druck eben auch größere Flächen korrigieren. Vielleicht noch ein Punkt zu dem Thema Tablet und Tablet-Einstellungen. Gehen wir mal ganz kurz in diese Settings hier rein, weil da werde ich auch sehr oft gefragt bei Vorträgen oder auch von Kollegen, ja, wie stellst denn du dein Tablet so ein zum Arbeiten? Also grundsätzlich ist das Tablet meiner Meinung nach viel zu weich eingestellt, beziehungsweise der Stift viel zu weich eingestellt. Defaultmäßig ist der hier irgendwo in der Mitte. Das heißt, es ist ein relativ weicher Andruck der Stiftspitze. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass wenn ich mit sehr, sehr wenig Druck bereits einen sehr großen Maximallevel erreiche. Ich persönlich finde es aber angenehmer, wenn man tendenziell eher ein bisschen fester drücken muss, damit man halt hier auch tatsächlich ein Ergebnis sieht. Und an dieser Stelle gehe ich fast grundsätzlich bei jedem meiner Pens, man kann hier sehen, dass ich hier verschiedene Pens hier habe, die liegen hier vor mir. Das ist auch etwas, was ich auch als Tipp geben kann, wenn man 8, 9, 10 oder vielleicht sogar 12 Stunden vor dem Rechner sitzt mit dem Tablet. Ich wechsle ganz gerne die Stifte ab. Also der Classic-Pen ist ein dünner Pen, der eben sehr angenehm zum Arbeiten ist, weil er einfach von der Haptik her sich komplett anders anfühlt als der Pro-Pen oder der Grip-Pen zum Beispiel, der diese gummierte Oberfläche hat. Wie auch zum Beispiel der Pro-Pen, der fühlt sich ein klein wenig angenehmer an, ist ein bisschen wertiger gearbeitet. Der Classic-Pen ist tatsächlich wie so ein Kugelschreiber. Es hat einfach eine ganz harte, dünne Oberfläche. Und ich finde es sehr angenehm. Ich arbeite meistens zum Beispiel vormittags mit dem Classic-Pen und nachmittags wechsle ich auf den Pro-Pen, einfach der Gewohnheit wegen und der Ergonomie wegen, dass die Hände einfach auch eine andere Haltung haben. Des Weiteren kann man natürlich aber auch die Pens so einstellen, dass man hier für verschiedene Arbeitsweisen oder für verschiedene Schritte, die man gerade macht, auch verschiedene Einstellungen hat. Man sieht schon, wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf den Pro Pen gehe, ist dieser jetzt auf hart eingestellt. Wenn ich auf den Classic Pen wechsle, ist der auf weich eingestellt. Das heißt, ich kann hier komplett alle meine Settings inklusive Shortcuts hier verändern. Und dementsprechend kann ich sagen, okay, wenn ich jetzt in Photoshop beispielsweise mit dem Airbrush-Werkzeug arbeite, nehme ich immer den Pro-Pen. Wenn ich jetzt einfach nur Auswahlen mache, nehme ich den Classic-Pen. Und so kann man dann zum Beispiel durch die eindeutige Pen-ID, was das Tablet eben hat, auch sehr, sehr gut seine Werkzeuge tatsächlich sich physikalisch vorne ablegen, vor der Tastatur meinetwegen, und dementsprechend das Ganze angenehm gestalten. Ein kleiner Tipp noch zu den Shortcuts, die man hier vorne findet. Also man hat hier vorne an diesen beiden Tasten die Möglichkeit, zwei Shortcuts zu definieren. Und standardmäßig ist es jetzt mit rechten Mausklick und Doppelklicken belegt. Was ich ganz praktisch finde, ist, das umzustellen. Also Doppelklicken, ja, benutze ich persönlich fast gar nicht. Das heißt, ich lege da ganz gerne den rechten Mausklick auf die hintere Taste und zum Beispiel hier nach vorne den Tastenanschlag. Was bedeutet Tastenanschlag? Das heißt, ich kann hier zum Beispiel mit Command Z einen Kurzbefehl aufzeichnen. Das ist ein Kurzbefehl, den ich persönlich sehr oft benutze. Kennt wahrscheinlich der eine oder andere von euch. Tatsächlich
ist es dann auch so, dass man hier sagen kann, undo oder rückgängig, je nachdem, wie man das Ganze eben hier benennen möchte, sieht man das dann auch später im Menü, so dass man eben auch hier wirklich dann weiß, wie das Ganze benannt ist. Was bedeutet das jetzt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel in Photoshop arbeite? Dann kann ich jetzt hier, wenn ich jetzt auf die hintere Taste klicke, kann ich jetzt hier meine Stiftgröße verändern. Und wenn ich jetzt hier einfach ganz normal den Stift hier ablege und hier so ganz schnell eben diese Korrekturen hier durchführe, man sieht, es geht mit dem Stift tatsächlich sehr, sehr schnell durch die absolute Positionierung. Und wenn ich dann irgendwie einen Schmarrn gemacht habe, kann ich einfach hier vorne auf die Taste drücken und man sieht dann, dass der Undo oder der Rückgängigbefehl ausgeführt wurde und ich also jetzt nicht den Klammergriff mit der linken Hand auf die Tastatur machen muss. Klar, gibt es natürlich den einen oder anderen, der sagt, ja, ich habe meine Hand ja eh immer auf der Tastatur oder links am Tablet. Da gibt es ja auch eben die 8 Express Keys, die man ebenfalls noch programmieren kann. Man kann halt hier zum Beispiel Touch an oder ausmachen. Man sieht jetzt hier auch die Einstellung. Das kann man natürlich auch alles machen. Letztendlich ist es wirklich eine individuelle Entscheidung, die man fällen muss, wie man am liebsten das Ganze bearbeitet und eben benutzt. So, ein weiterer guter Tipp, den ich hier tatsächlich geben kann, ist Verschieben Bildlauf. Der ist hier unten mit der unteren Taste festgelegt, hier mit dieser. Und wenn ich den hier drücke, muss ich nicht an meine Tastatur, sondern ich kann einfach bequem so quasi die Space-Taste drücken und dann das Bild ebenso weiter bearbeiten. Ich werde jetzt euch nicht langweilen, indem ich wirklich jeden einzelnen Kratzer hier rauspainte. Ich werde da zu einer Zwischenversion springen, möchte aber natürlich noch ein paar Dinge zeigen, die vielleicht ganz wichtig sind. Also man kann jetzt hier sehen, dass solche Dinge sehr, sehr schön und vor allem auch sehr schnell hier retuschiert werden können. Aber es gibt natürlich auch großflächigere Bereiche, die ich vielleicht korrigieren möchte. Für großflächige Bereiche eignet sich zum Beispiel auch die Arbeit mit dem Ausbessern-Werkzeug. Das Ausbessern-Werkzeug verhält sich im Verhältnis zu den Pinselwerkzeugen wie ein Auswahlwerkzeug. Das heißt, ich kann hier tatsächlich eine Auswahl malen und diese Auswahl dann korrigieren oder korrigieren lassen, besser gesagt. Ein kleiner Tipp noch, die meisten, mit denen ich so spreche, die wissen gar nicht, dass man auch mit dem ganz normalen Auswahlwerkzeug dieses Werkzeug benutzen kann, beziehungsweise auch mit dem Polygonlasso. Polygonlasso finde ich manchmal einfach angenehmer, weil zum Beispiel 3 oder 4 Klicks schneller gemacht sind, als hier einmal rumzumalen. Also das ist natürlich auch wieder eine individuelle Sache, die man hier für sich entscheiden muss. Aber es geht. Also ich kann natürlich auch, wenn ich eine gerade Linie habe und die verbessern möchte oder ändern möchte, auch das kann ich an dieser Stelle hier machen. Wie kann ich jetzt allerdings zurückgehen zu dem Werkzeug? Nun ja, ich muss einfach nur hier zurückgehen auf mein Ausbessern-Werkzeug. Und schon kann ich zum Beispiel diesen Bereich hier verschieben und man sieht auch hier so eine Art Overlay und dann sieht man, okay, welchen Bereich ich hier reinkopieren möchte. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen völlig unsinnigen Bereich hier reinkopiere, wird man aber sehen, was dieses Werkzeug hier macht. Es nimmt die Strukturen im Grunde genommen und gleicht die Helligkeit, also sprich die Luminanzwerte an. Das ist natürlich super praktisch, weil im Prinzip kann ich einen Bereich wählen, wo die Struktur top ist. Lass einfach los und schon habe ich diesen Bereich hier sehr, sehr schön und sehr einfach und vor allem sehr schnell korrigiert. Wie gesagt, gerade bei großflächigen Sachen ist das ein absoluter Segen. Vielleicht auch bei solchen dunklen Flecken. Auch da gibt es verschiedene Herangehensweisen, wie man sowas korrigieren kann. Also natürlich kann ich auch hier beispielsweise einfach sehr schnell so etwas auswählen und ja, auch wieder eine kleine witzige Anekdote. Bei Vorträgen habe ich auch oft gerne gesagt, so wer hat denn von euch mit einem Backstein malen oder zeichnen gelernt als Kind? Ich kann euch jetzt leider nicht sehen. Ich stelle mir aber vor, dass hoffentlich vielleicht der ein oder andere vielleicht ein bisschen schmunzelt vor dem Monitor. Das hoffe ich jetzt einfach mal. Natürlich ist es schwieriger, mit einer flachen Hand eine nahezu kreisrunde Fläche zu zeichnen. Also ich kann das ja dann natürlich auch mit meiner Maus hier probieren, die ich hier angeschlossen habe. Das sieht dann meistens so aus, ja. Ich kann es vielleicht noch ein bisschen besser hin, aber so richtig kreisrund geht's nicht. Also hier kann ich wirklich mit dem Schwung das Ganze ziemlich gut hinkriegen, kann auch dementsprechend dann wieder das Ganze mir aussuchen, wo ich was drüber ziehen möchte und schon habe ich diese Fläche korrigiert. Eine Alternative, wie man das korrigieren kann, wenn die Struktur denn gut ist, ist natürlich das beliebte Dodge and Burn Werkzeug bzw. Abwedeln und Nachbelichten. An dieser Stelle wollen wir abwedeln.
Ihr seht schon, ich habe das Ganze auf einen sehr, sehr niedrigen Wert eingestellt. Ich glaube, standardmäßig ist das, glaube ich, sogar auf 50% eingestellt und es steht auf Mittelwerte. Wenn ich jetzt damit anfange, mal hier drüber zu malen, wird man sehen, dass es ein vollkommen unbrauchbares Ergebnis liefert. Tatsächlich ist es so, dass ich dieses Werkzeug hier nicht so gerne mit nicht so gerne mit dem mit Druck bearbeite. Das heißt, man kann hier zum Beispiel ein anderes Werkzeug auswählen und dementsprechend auch den Druck dann nicht benutzen. Oder man benutzt einfach die Maus, wenn man das dementsprechend noch angeschlossen hat. Also da kann man natürlich arbeiten, wie man möchte. Und natürlich ganz, ganz wichtig, den Wert hier dramatisch zu reduzieren. Vielleicht auf einen Wert von 4% und dann auch auf die Tiefen zu gehen. Und man kann zum Beispiel dann hier an dieser Stelle auch ein wesentlich größeres Werkzeug auswählen. Ein Werkzeug, was nahezu, die identische Größe wie der zu korrigierende Fleck hat. Und wenn ich jetzt hier drüber gehe, mit ganz leicht Druck, sieht man, dass jetzt hier ein durchaus brauchbares Ergebnis entstanden ist. Also auch das vielleicht einfach nochmal aufgezeigt als alternative Möglichkeit, hier Dinge zu korrigieren. Wie sieht es allerdings aus mit diesen Kratzern, die wir haben? Diese Kratzer, die sind doch ziemlich massiv, weil die vor allem sehr heftig über das ganze Bild gehen oder über die Bilddiagonale hier gehen und dabei nicht nur in diesem ja relativ homogenen Bereich sich aufhalten, sondern auch tatsächlich über unterschiedliche Strukturen wie dem Ärmel oder auch hier über dieses Muster gehen. Diese Strukturen sind tatsächlich ein bisschen tricky zu bearbeiten und aber auch da möchte ich euch verschiedene Wege zeigen, wie man das relativ gut lösen kann. Die erste Option, die es hier gibt, ist zum Beispiel wieder über das Ausbessern-Werkzeug zu gehen, beziehungsweise über das, pardon, gehen wir nochmal hier auf den Bereichsreparaturpinsel. Und da gibt es drei verschiedene Optionen. Standardmäßig ist, glaube ich, Näherungsfeld eingestellt, wenn ich mich nicht täusche. Dann gibt es natürlich Struktur erstellen und inhaltsbasiert. Wir können uns ja mal einfach anschauen, was diese unterschiedlichen Einstellmöglichkeiten uns hier liefern. Wenn ich jetzt hier einfach mal drüber male und einfach möglichst wenig Druck hier aufwende, dann wird man schon sehen, dass das hier passiert. Ich habe das Werkzeug vorhin groß gelobt. Ja, natürlich macht es hier bei solchen Dingen wunderbare Ergebnisse, wie man sehen kann. Ja, das heißt, ich kann hier wirklich prima drüber gehen und solche Dinge korrigieren. Und natürlich auch bei diesen Flecken. Aber was ist denn hier gerade passiert? Hier ist das Ergebnis leider sehr unbrauchbar. Gehen wir noch mal ein paar Schritte zurück, bis wir das Ursprungsbild haben. So, und schauen uns mal an, was passiert, wenn wir hier Struktur erstellen machen. Struktur erstellen erzeugt eine Struktur, die lediglich tatsächlich ja, ich würde sagen, das Rauschen hier aufnimmt, also auch das nicht wirklich brauchbar. Inhaltsbasiert, also Content Aware auf Englisch, ich habe normalerweise meine englische Photoshop-Version, deswegen hoffe ich, seht ihr mir nach, dass ich hier manchmal ins Englische rutsche. Die inhaltsbasierte Funktionalität, die ist natürlich ziemlich abgefahren, weil diese tatsächlich wirklich schaut, wo ist denn oder welche Struktur ist denn um den Bereich herum. Und sobald ich hier loslasse, ist es fast schon magisch, was hier passiert, denn tatsächlich ist jetzt hier dieser Bereich äußerst gut korrigiert worden. Also selbst solche feinen Strukturen, die man hier noch sieht von dem Textil, werden hier korrigiert. Das heißt, ich wähle jetzt nochmal einen etwas größeren Pinsel aus, gehe hier etwas mit etwas mehr Druck drüber und retuschiere das Ganze mal möglichst gut raus und man sieht, tatsächlich übernimmt auch sogar diese Bereiche hier sehr, sehr elegant. Ich glaube, jeder, der dieses Werkzeug oder diese Funktionalität noch nicht gekannt hat und viele Bilder retuschieren muss, insbesondere alte Bilder, und sich beispielsweise mit dem Kopierstempel abgemüht hat, dürfte doch jetzt ein paar Schweißperlen auf der Stirn bekommen, wenn er sieht, wie schnell das Ganze hier mit diesen Techniken machbar ist, weil es erspart wirklich Unmengen an Zeit. Auch hier kann ich natürlich noch weiter nachgehen. Also auch solche Kanten sind dann überhaupt kein Problem, denn diese Kanten, auch die werden hier sehr, sehr gut erkannt. Natürlich kann man auch die Werkzeuge wechseln, bis man ein Ergebnis hat, was einen zufriedenstellt. Ich schaue nochmal, ob ich irgendwo was vergessen habe.
Auch hier kann man zum Beispiel großflächig drüber gehen. Auch da macht er nicht diesen Fehler, dass er hier diese Kanten verschmiert, sondern erkennt, wo die Kanten sind. Frag mich bitte nicht, wie das geht. Das ist wahrscheinlich irgendwie schwarze Magie von Photoshop. Ja, man sieht jetzt hier an dieser Stelle, dass er da tatsächlich nicht ganz so hervorragende Ergebnisse erzielt. Das ist nur so eine leichte versetzte Kante. Und da kann man natürlich auch den guten alten Kopierstempel nehmen. Und dann schauen, dass man es eben entsprechend ausrichtet und dann diese Kante perfekt hinbekommt. Also hier ist es tatsächlich bei solchen Retuschearbeiten wirklich eine Kombination aus verschiedenen Techniken, die man hier aufwenden muss, bis das Bild eben entsprechend so korrigiert ist, wie man es denn ganz gerne hätte. Ich werde jetzt mal zu einer etwas bearbeiteteren Version springen und euch nicht langweilen, wie ich hier 50 andere Bereiche hier korrigiere. Dazu rufe ich mir mal das Originalbild raus und ziehe mir an dieser Stelle die korrigierte Fassung rein. Und mit dieser korrigierten Fassung sieht man auch bereits, dass ich hier mit Curves ein wenig gearbeitet habe, also mit den Kurven. Und was hier passiert ist, mir war das Bild ein wenig zu flau. Das heißt, bevor wir das Bild tatsächlich hier an dieser Stelle einfärben wollen, habe ich eine Einstellungsebene erzeugt mit den Gradationskurven. Das heißt, bei den Gradationskurven gehe ich hier rein und gebe dem ganzen Bild eine leichte umgekehrte S-Kurve an dieser Stelle, weil das Bild natürlich an dieser Stelle noch schwarz-weiß ist. Tatsächlich kann ich es mir ein bisschen leichter machen und erstmal, bevor ich überhaupt hier mit den Curves anfange, weil wir das Bild hier einfärben wollen, das Bild natürlich ein RGB-Wandel. Man sieht noch an dieser Stelle, das Bild ist noch im Schwarz-Weiß bzw. im Graustufenmodus. Das heißt, ich gehe einfach rein und wandle das Bild um. Ich möchte es an dieser Stelle nicht reduzieren. So habe ich jetzt ein RGB-Bild und kann jetzt mit den Gradationskurven reingehen und kann jetzt zum Beispiel hier diese S-Kurve reingehen. Das ist etwas, was ich ganz gerne auch in der Farbkorrektur bei Bewegtbildmaterial mache, zum Beispiel auch bei 3D-Renderings. Oder wenn wir Material aufnehmen, zum Beispiel mit einer 5D oder einer anderen Spiegelreflexkamera, dann nehmen wir das meistens relativ flau auf und man hat dann natürlich in der Post-Production dann die Möglichkeit, hier verschiedene Dinge nochmal etwas genauer einzustellen. Und man sieht jetzt schon hier sehr gut, dass das Bild jetzt so wesentlich knackiger wirkt. Also diese kleine Kurve hier bringt dem Ganzen doch etwas mehr Kontrast und man kann natürlich schauen, inwieweit man das treibt, dass es eben nicht zu heftig ist, so dass hier vielleicht Bereiche nicht direkt absaufen, sondern immer noch Zeichnung sowohl in den Tiefen als auch in den Spitzlichtern vorhanden ist. Man kann das natürlich nochmal vergleichen. Man sieht jetzt hier den Unterschied. Ja, das ist eigentlich nahezu identisch. Das heißt, wir können im Grunde genommen jetzt mit dieser Ebene fortfahren und dann tatsächlich mit der Einfärbung beginnen. Das Thema Einfärbung ist in den letzten ja, Monaten oder vielleicht sogar letzten ein, zwei Jahren sogar ein ziemlich aufkommendes Thema gewesen. Da gab es ja diverse Künstler, die sehr, sehr spannende alte Berühmtheiten, Abraham Lincoln fällt mir jetzt spontan ein, eingefärbt haben. Und tatsächlich ist es so, dass unsere Sehgewohnheiten mit alten Fotos auch ein bisschen unsere Erinnerung beeinflusst. Also mir geht es fast so, dass wenn ich jetzt alte Fotos sehe, dann ist auch die Erinnerung nahezu schwarz-weiß. Das ist, ja, ich weiß nicht genau, wo das herrührt, aber ich persönlich bin ein sehr visuell arbeitender und denkender Mensch. Das heißt, sehr, sehr viel über das Auge. Und wenn ich natürlich jetzt irgendwie die ganze Zeit nur Schwarz-Weiß-Bilder sehe von alten Bildern, dann klar weiß ich, dass dann die Uroma nicht schwarz-weiß war, sondern farbig war. Aber irgendwie stellt man sich das alles schwarz-weiß vor. Indem man jetzt Bilder einfärbt, gibt man dem Ganzen natürlich sehr, sehr viel Leben. Und das sieht natürlich wesentlich spannender aus als ein einfaches Schwarz-Weiß-Bild. Und es gibt sehr, sehr viele verschiedene Techniken. Und ich möchte jetzt hier nicht die eine goldene, richtige Technik zeigen, wie man hier vorgeht. Es gibt verschiedene Wege. Ich werde euch auch verschiedene Techniken hier durchaus zeigen. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass alles, was man hier einfärbt, immer nur ein Schätzwert oder ein Ratespiel ist. Weil wissen tun wir natürlich nicht, ob jetzt die Jacke oder dieses Oberteil der Dame hier jetzt blau oder vielleicht sogar lila oder vielleicht sogar grün war. Letztendlich kommt es auf uns drauf an, wie wir das ganz gerne einfärben. Natürlich auch ein Stück weit kreative Freiheit, die wir hier walten lassen können.
Ich würde ganz gerne mit der Haut anfangen, die Frau erstmal mit den Hauttönen zu versorgen. Und dazu ist es natürlich wichtig, eine neue Ebene anzulegen. Und eine der Techniken, die man hier machen kann, die ich auch mit am einfachsten, am logischsten finde und vor allem auch am flexibelsten finde, ist hier über eine Farbfläche zu gehen. Das heißt, ich gehe auf neue Einstellungsebene erstellen und dann auf Farbfläche und kann dann hier einen Farbton auswählen. Und jetzt ist es natürlich so, dass so ein Hautfarbton nicht so ganz einfach zu treffen ist. Also natürlich kann das dann sehr, sehr schnell zu gelb oder sehr, sehr schnell zu rot oder vielleicht sogar ins Grünliche abdriften. Das ist natürlich dann ziemlich tricky. An dieser Stelle sei auch erwähnt, dass mein Monitor durchaus kalibriert ist mit dem Spider 4 und dies natürlich sehr, sehr hilfreich ist, weil viele Monitore standardmäßig sehr blaustichig ab Werk eingestellt sind und auch hier natürlich diese Arbeit mit Farben, gerade wenn man Schwarz-Weiß-Bilder einfärbt, hier sicherlich nicht verkehrt ist. Bevor wir das allerdings hier machen wollen, zeige ich euch einen weiteren Weg, wie man vielleicht zum Beispiel einfach eine Referenz bekommen kann, um zumindest mal so eine grobe Richtlinie zu bekommen, wie denn die Hauttöne sein können. Und eine elegante Herangehensweise an das Ganze ist über Adobe Color. Das heißt jetzt, glaube ich, Adobe Color, ja, also genau, Adobe Color ist jetzt Adobe Color CC. Natürlich, Adobe Color Creative Cloud. Und das Ganze findet man unter dieser URL, color.adobe.com. Und da kann man natürlich solche schönen Farbwelten erzeugen. Also wer das jetzt auch noch nicht gekannt hat und als Designer tätig ist, dem kann ich das auch wirklich nur ans Herz legen, weil da sieht man auch Komplementärfarben, also jeder weiß Farblehre. Gelb und Blau sind Komplementärfarben und man kann das Ganze dann dementsprechend dann auch hier beispielsweise rotieren. Man kann natürlich auch das Ganze hier komplett rotieren oder einfach auch nur ein einzelnes Ding hier rausziehen und bewegen. Und so bekommt man verschiedene Farbmuster hin und kann die dementsprechend auch abspeichern. Was ich hier aber zeigen möchte, ist, dass wir auch beispielsweise von Fotos verschiedene Farbwerte ausnehmen können. Das heißt, ganz hier unten, das bisschen versteckt, sieht man aus Bild erstellen. Wenn ich das hier auswähle, kann ich tatsächlich hier reingehen und mir zum Beispiel ein Foto auswählen. Ich habe jetzt hier ein Foto, ein Stockfoto von einer Dame, was ich jetzt als Grundlage für die Hauttöne einfach mal als Beispiel nehmen möchte. Das heißt, ich wähle dieses Foto hier aus, lade das hoch und automatisch erzeugt er mir hier eine relativ mehr oder weniger sinnvolle Farbauswahl. Kann natürlich sagen, okay, wenn mich jetzt dieser lila Ton hier interessiert, nehme ich den mit auf, aber ich möchte mich jetzt wirklich nur auf die Farbe der Haare konzentrieren, vielleicht auf ein bisschen Varianz in den Hauttönen, vielleicht auch die Farbe der Lippen aufnehmen. Wir haben jetzt noch einen weiteren, können vielleicht die Highlights aufnehmen. Und haben im Prinzip jetzt hier ein Farbspektrum, was sich nur in diesem Farbbereich bewegt. Die Frage ist natürlich, wie kann ich das speichern? Ich kann dem Ganzen einen Namen geben. Ich nenne das einfach mal an dieser Stelle Data Color und speichere das Ganze. Und jetzt wird sich natürlich der eine oder andere fragen, ja, wie bekomme ich das denn jetzt in Photoshop rein? Es gibt ein kleines Skript oder ein kleines Add-on für Photoshop. Ja, da kann man im Prinzip, da muss man, glaube ich, auf der Creative Cloud Assets Seite danach suchen. Ich glaube, unter Elemente kann man dann auf die, entweder unter Market dann suchen oder auf der Webseite direkt das Ganze finden. Und es ist eine Photoshop-Erweiterung und es nennt sich Adobe Color Themen. Man findet es auch, wenn man nach Color sucht. Wenn man das aufruft, sieht man auf einmal, wenn man eingeloggt ist mit Creative Cloud, dass man hier die einzelnen Themen hat und natürlich auch das Thema, was ich gerade vor 30 Sekunden erstellt habe, bereits hier auftaucht. Das heißt, ich kann mit dem Farbwähler hier diese Farbthemen hier auswählen, die ich mir hier erstellt habe. Einfach nur als Startreferenz, damit ich nicht komplett neutral anfangen muss. Das heißt, wir gehen jetzt hier nochmal rein. Ich sage, ich wähle hier meine Farbfläche aus. Kann jetzt hier mit dem Farbwähler zum Beispiel reingehen und sagen, ich möchte jetzt hier diese Farbe auswählen oder diese Farbe. Dementsprechend, der ärgert mich gerade, warum lässt er mich das jetzt hier nicht machen? Zack, okay. Vielleicht ist das irgendwie ein Übertragungsding, aber normalerweise sollte das gehen. Ich kann natürlich auch diese Farbe hier auswählen, sodass ich sie mir hier reinlade und dann nochmal Farbfläche nehmen und dann die Farbfläche hier aufnehmen als Workaround. Also wie gesagt,
habe das ausprobiert und ging. Aber es soll ja auch wirklich nur eine Richtlinie sein, wie man eben die Farben hier sich zurechtlegt. Ich kann das Ganze auch schließen. Und was ich jetzt hier sehe, ist, dass natürlich erstmal alles mit dieser Farbe belegt ist. Das möchte ich natürlich nicht. Ich gehe hier deswegen rein in die Ebenenkopiermodi und sage, ich möchte Farbe auswählen. Und dann sieht man bereits, wie sich dieser Farbton auf diese Farbe hier auswirkt. Das heißt, man kann dann bereits sehen, okay, ist es die richtige Farbe? Ist es der richtige Farbwert? Weil natürlich bringt es mir nicht viel, wenn ich sage, okay, an dieser Stelle sieht die Farbe wunderschön aus. Aber wie sieht denn die Farbe aus, wenn ich sie auf die Dame anwende und mit dem Verrechnungs- oder Ebenenkopiermodi anwende? Die Farbintensität definiert sich letztendlich auch ein Stück weit durch die Grauwerte, die wir hier in dem Bereich des Gesichts haben. Das heißt, wir gehen hier nochmal rein und können jetzt hier an dieser Stelle, wenn wir natürlich auch Farbe ausgewählt haben, das Ganze ein bisschen nachkorrigieren, bis wir einen Wert haben, der dementsprechend gut ist. Ja, das heißt, wir können hier ein bisschen spielen, sehen dann auch interaktiv, bis wir irgendwas haben, was uns ganz gut erscheint. Ein kleiner Tipp, wir neigen dazu, oder vielleicht nur ich, ja, weiß ich nicht, aber ich neige auf jeden Fall sehr dazu, zu stark gesättigte Farben auszuwählen. Und gerade bei solchen alten Fotos wirkt das sehr schnell unrealistisch. Das heißt, man sollte da eher entsättigtere Fotos nehmen, oder Farben nehmen, pardon. Ich habe mir jetzt an dieser Stelle die Werte mal notiert, bevor ich jetzt hier ewig lange rumprobiere. Also das waren so Werte, die ich persönlich ganz gut fand für die Gesichtsfarbe an dieser Stelle. Bestätige das Ganze. Und was ich jetzt machen werde, ist, dadurch, dass die Maske hier weiß ist, sprich alles scheint durch, fülle ich die Maske mit Schwarz. Ein kleiner Tipp, mit dem Shortcut D setze ich hier diese beiden Felder zurück. Das heißt, wenn ich jetzt hier mal irgendeine andere Farbe hätte oder einen Grauwert hätte, dann drücke ich D und es wird zurückgesetzt auf weiß, 100% weiß und 100% schwarz und kann dann zum Beispiel mit der Taste X diese beiden Farben von Vorder- und Hintergrund verändern. Jetzt kann ich einfach sagen, ich möchte hier mit schwarz das Ganze füllen in der Maske, zoome ein wenig rein und wähle mir hier einen ganz normalen Pinsel aus. Wähle an dieser Stelle einen etwas größeren Pinsel aus, mit einer weichen Kante. Ja, also ich denke so 200 Pixel rum, 300 vielleicht sogar, ist ein ganz guter Wert. Wie gesagt, ich kann hier total drucksensitiv arbeiten. Indem ich den Druck erhöhe, sieht man, dass ich hier größere Flächen bearbeite. Und das ist eben auch wieder dieser wunderschöne Vorteil mit dem Arbeiten des Grafiktabletts. Das heißt, ich fange hier einfach an, reinzumalen. Ich bemühe mich gar nicht, irgendwelche großen Auswahlen zu erstellen, sondern ich male hier einfach sehr, sehr schnell rein und male tatsächlich die Hautbereiche der Dame hier aus. Das heißt, da, wo ich etwas Details habe oder Kanten habe, drücke ich ganz, ganz leicht drauf, um sicherzustellen, dass ich jetzt nicht zum Beispiel hier reinkomme, wie ich es jetzt mit Absicht gemacht habe, sondern wirklich nur ganz leicht. Auch hier an den Fingern, obwohl der Pinsel mindestens doppelt so groß ist wie die feingliedrigen Fingerkuppen hier, kann ich hier einfach mit wenig Druck reinmalen. Und man sieht, ich bin hier ein bisschen zu sehr reingekommen. Ich kann einfach die Taste X drücken und kann dann eben entsprechend mit Schwarz dem entgegenwirken. Und so nähere ich mich dann an, bis ich etwas habe, was durchaus brauchbar und nahezu perfekt ist. Hier muss man ein bisschen aufpassen an diesem Kragen. Also da lohnt es sich vielleicht auch eine Auswahl zu machen. Ich persönlich bevorzuge hier tatsächlich zu malen, damit das Ganze etwas organischer aussieht und auch organischer passiert. Und es muss ja nicht hundertprozentig perfekt sein. Dadurch, dass wir das eh alles einfärben, geht sich das ganz gut aus, wenn man da jetzt nicht ganz, ganz genau arbeitet. Auch solche kleinen Dinge wie den Ohrring zum Beispiel, der soll freilich nicht hautfarben sein. Da können wir zum Beispiel einfach reingehen und diesen Ohrring einfach hier ausmaskieren. Wenn man sich das Ganze bei 100% anguckt, wirkt er fast schon silbrig, kann man natürlich auch noch einfärben. Wenn wir uns jetzt die Augen hier anschauen, die Augen sind natürlich an dieser Stelle ebenfalls, also speziell auch das Augenweiß ist an dieser Stelle hier viel zu braun oder viel zu hautfarben. Das kann man natürlich entfernen, also auch hier drücke ich die Taste X und tausche das Ganze, sodass ich hier sicherstelle, dass tatsächlich nur das Augenweiß ausgespart ist. Bin jetzt auch ein bisschen in die Pupille reingekommen. Es macht an dieser Stelle gar nichts, denn ich kann entgegenarbeiten. Kleiner Tipp
Ich male das jetzt nochmal aus. Was auch sehr, sehr gut funktioniert mit so Augen-Weiß-Geschichten ist, da sie ja nie komplett grau oder weiß sind. Man kann auch die Transparenz ein wenig reduzieren, zum Beispiel auf ja nahezu 50%. Und wenn ich also jetzt mit 50% hier reinmale, wird es so halb transparent. Das heißt, es ist noch ein bisschen an Farbstich vorhanden. Das heißt, es wirkt auf jeden Fall heller, aber eben nicht ganz perfekt, ja. Sondern es hat halt noch ein bisschen von diesem Farbstich und kann dementsprechend sicherstellen, dass dieses Augenweiß etwas heller ist und nicht ganz so grau ist. Soweit, so gut. Der nächste Schritt, den ich beim Thema Haut ganz gerne mache, ist, dem Hautton ein wenig Leben zu geben. Wie kann man das machen? Naja, es ist erstmal alles sehr gleichfarbig. Ich würde jetzt hier eine zweite Ebene erzeugen und eine rote Farbe auswählen, mit der ich dann ebenfalls mit einem Pinsel ganz leicht drüber gehe. Und wenn ich jetzt hier drüber gehe, wird man auch sehen, natürlich, das sieht clownmäßig aus. Dementsprechend wählen wir hier an dieser Stelle weiches Licht mal aus und setzen die Deckkraft vielleicht mal einfach auf 50% und können an dieser Stelle anfangen, der Dame, wenn ich das auch auf 50% habe, der Dame so leichte rote Wangen zu geben, vielleicht hier das Ganze zu betonen, vielleicht auch hier diese Schattenbereiche ein bisschen zu betonen hier, ein bisschen heller zu machen. Das ist an dieser Stelle natürlich viel zu extrem. Ich wähle nochmal einen etwas anderen Ton aus. Vielleicht nicht ganz so heftig, sondern eher so ein leichtes Rouge, wie so ein, ja, vielleicht ein bisschen mehr Rot. Und können hier natürlich nochmal ein bisschen Variation reingeben, sodass es alles nicht ganz so, ja, gerade den Schattenbereich nicht ganz so gräulich wirkt. Auch hier vielleicht bei der Hand, natürlich auch beim Mund, da gehen wir eh nochmal drüber. Auch hier vielleicht ein bisschen Rot reingeben. Das hilft dem Ganzen, dass es einfach lebendiger aussieht und nicht ganz so eintönig ist. Und man kann natürlich hier mit der Deckkraft spielen, sodass es eben ja einen guten Look hat. An den Augen, Pupillen maskiere ich das Ganze ein wenig aus. Wenn dann das Ganze natürlich auch Röte und gehen dann weiter zu den Lippen. Bei den Lippen ist es so, dass ich jetzt wieder ganz gerne eine Farbfläche nehme. Und klar könnte ich jetzt hier wieder an dieser Stelle mich mit meinem Adobe Color bedienen, aber ich gehe jetzt einfach mal Freestyle hier rein und wähle einen ziemlich dunklen Rotton aus. Und auch da gehe ich auf Farbton bzw. auf Farbe. Auch da wieder das gleiche Spiel. Ich maskiere das Ganze aus und gehe dann jetzt hier drüber und kann dann dementsprechend sehen, wie sich dann diese Farbe hier schön einfügt. Das ist natürlich vielleicht noch ein bisschen zu rosa. Ich weiß nicht, ob das so angesagt war damals, so rosa Lippen. Dementsprechend können wir hier natürlich das Ganze ein bisschen korrigieren, bis wir irgendwas haben, was möglichst natürlich aussieht. Also ich denke, Wert, gerade auch das interaktive Arbeiten hier, ermöglicht hier eine Vorschau. Ich denke, ein Wert irgendwie, der in die Richtung geht, sollte ganz gut sein. So, wie sieht es denn allerdings aus mit den Augen? Also bei den Augen, da kann man so vorgehen, dass man zum Beispiel sich ein wenig Arbeit spart, weil man will ja auch die Haare einfärben. Das heißt, wenn wir jetzt die Haare hier haben, dann nehmen wir hier nochmal eine Farbfläche, nehmen hier einen sehr, sehr dunklen Braunton, der nahezu schwarz ist. Auch da gehen wir auf Farbton, pardon, auf Farbe. Man sieht auch schon, wie die Haare hier eingefärbt wirken. Vielleicht ein bisschen mehr Röte rein. Auch da maskieren wir das Ganze und malen mit Weiß hier ganz schnell drüber. Und man muss auch bei den Kanten gar nicht perfekt arbeiten. Dadurch, dass sich das alles relativ gut ineinander verrechnet, können wir hier ganz gut vorgehen. Wichtig ist allerdings, dass man eine weiche Pinselspitze hat, sodass sich das hier gut einfügt. So, wie können wir jetzt bei den Augen vorgehen? Bei den Augen kann ich auch einen leichten Akzent hier reingeben. Das heißt, auch da male ich einfach mit den in die Maske hinein und macht die Augen etwas dunkler. Dass man an dieser Stelle noch etwas zu hell. Ich dunkle das Ganze nochmal ein wenig ab.
Und wer jetzt noch meint, das Bild ist immer noch etwas flau, kann natürlich auch an dieser Stelle mit einer Einstellungsebene drüber gehen. Das heißt, ich maskiere hier noch ein bisschen die Haut mit den Haaren aus, sodass sich das etwas besser verrechnet. So. Und kann jetzt hier an dieser Stelle nochmal eine Gradationskurve drüber legen. Und dem Ganzen etwas mehr Kontrast geben. So, genauso gehen wir natürlich dann für das Einfärben, gehen wir natürlich auch genauso für die Jacke vor, beziehungsweise dieses Oberteil oder Kleid. Da habe ich einen Grünton genommen. Ich springe jetzt mal zur fertigen Version hier, sodass ich euch das nochmal zeigen kann. Was ich jetzt an dieser Stelle gemacht habe, man kann jetzt mal diese Maske sehen. Also auch da teilweise total grob, also man sieht auch hier, dass da manche Bereiche gar nicht so sauber gearbeitet sind, aber das reicht vollkommen aus, da man es später im finalen Bild gar nicht so richtig sieht. Wie ist es denn mit dem Hintergrund? Ich möchte dazu noch ein paar Worte sagen. Bei dem Hintergrund ist es so, dass der Hintergrund ursprünglich ja natürlich ganz grau ist und der sollte etwas eingefärbt wirken, dass er nicht ganz so langweilig ist und habe an dieser Stelle ein Rot gewählt. Also man sieht auch hier den Rotton, also ein ziemlich dunkles Rot, habe aber die Dame ausmaskiert. Und dieses Ausmaskieren der Dame habe ich jetzt tatsächlich nicht wirklich händisch gemacht, teilweise händisch reingemalt, aber erstmal mit einer Maske gemacht. Und wie man das am besten machen kann, zeige ich euch noch ganz kurz an dieser Stelle. Die meisten kennen natürlich den Zauberstab. Der Zauberstab, ja, hat natürlich viele Jahre gute Dienste geleistet, aber die einen oder anderen werden festgestellt haben, dass der Zauberstab gar nicht so viel Zauber hat, wie der Name es suggeriert, weil wenn ich da einmal draufklicke, passiert oft das hier. Viel schöner ist es allerdings, mit dem Schnellauswahlwerkzeug zu arbeiten. Das heißt, da kann ich nämlich wie, ja, als würde ich malen und Bereiche auswählen. Das heißt, ich gehe hier rein und male in die Bereiche hinein, die ich hier auswählen möchte und bekomme so bereits interaktiv eine Vorschau, welchen Bereich ich hier auswähle. Das heißt, er nimmt hier tatsächlich Kontrastwerte. Und wenn ich jetzt hier etwas zu viel ausgewählt habe, drücke ich die Alt-Taste und kann dann dementsprechend hier das Ganze sehr, sehr differenziert und sehr genau auswählen. Das heißt, ich gehe jetzt hier ganz grob vor, um euch einfach mal zu zeigen, wie es im Groben funktioniert. Ja, hier auch an dieser Stelle und natürlich noch die Haare mitnehmen. So. Das wird natürlich mittlerweile ein bisschen träge, weil natürlich Photoshop hier im Hintergrund das Ganze berechnet und ständig die Auswahl aktualisiert. Das möchte ich hier mit gedrückter Alt-Taste nicht ausgewählt haben. Gehe also auch hier nochmal rein. So, ganz, ganz wichtig an dieser Stelle ist nicht einfach zu sagen, ich nehme das als Maskengrundlage, sondern ich nehme hier immer einen Kantenverbessern und kann natürlich auch über den Smart Radius arbeiten und hier ein bisschen reingehen und das Ganze dann speziell an den Haarbereichen etwas schöner sehen. Ja, natürlich ist es jetzt ein Schwarz-Weiß-Bild, da passiert nicht so viel, wie man sich es gerne wünscht, kann natürlich aber trotzdem hier mit weicher Kante ein wenig spielen, mit Abrunden und mit dem Kantenverschieben-Werkzeug hier entweder etwas größer oder kleiner in der Auswahl arbeiten. Gehe dann hier rein und sage, ich möchte eine Auswahl behalten. Behalte also diese Auswahl an dieser Stelle und kann jetzt beispielsweise eine neue Farbfläche erzeugen. Invertiere das Ganze. Wähle nochmal die Farbfläche aus und sage an dieser Stelle, ups, pardon, Farbe. Und schon habe ich den Hintergrund eingefärbt. Natürlich ist es noch viel zu heftig an dieser Stelle, der muss etwas dunkler sein. Ja, nicht ganz so heftig. Aber man sieht, wenn man jetzt auch noch den Rest hier drüber einblendet, ohne den Hintergrund, passt das ganz gut. Natürlich kann man solche Sachen dann manuell noch mal ein bisschen nachbessern. Bevor wir aber fertig sind mit dem Bild, das sind jetzt eben die Schritte, die wir hier gemacht haben, noch ein paar Tipps zum Erzeugen von Details. Also ich habe hier noch mal Face Highlights, wie man sehen kann. Wenn ich das jetzt hier als Solo darstelle, wird man hier ganz leicht solche hellen Bereiche sehen. Die habe ich einfach mit einem weichen
Pinsel mit einer weißen Farbe hier einfach drüber gemalt und dann mit weichem Licht und auf 60%, sodass da einfach ein bisschen Highlights passieren. Das sind diese roten Bereiche, die wir vorhin gemacht haben. Und mit den Details hier, das ist vielleicht eine ganz spannende Sache, weil mit den Details hier kann man sehr, sehr schön arbeiten, indem man hier zum Beispiel nochmal Kontraste herausarbeitet. Wie erstelle ich das Ganze? Ich erstelle eine neue Ebene, wähle an dieser Stelle ein nahezu 100%, 50%iges Grau aus und fülle das Ganze mit Grau und gehe an dieser Stelle auf weiches Licht, ja, und kann an dieser Stelle mit dem Abwählen-Werkzeug zum Beispiel Bereiche, Bereiche hier dunkler machen oder heller machen. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf die Mitteltöne gehe und das Ganze etwas erhöhe, wird man sehen, wie ich hier das Ganze auffälle, wenn ich das rückgängig mache. Oder zum Beispiel mit dem Nachbelichter abdunkel. Für was ist das wichtig? Man sieht, die Dame hier hat ja so einen leichten Schatten am Kinn. Und diesen leichten Schatten, den möchte ich ganz gerne hier rausbekommen. Das heißt, ich wähle hier einen etwas größeren Pinsel aus und male hier mit ganz wenig Druck drüber. Vielleicht mit ein bisschen größerem Pinsel. Das war jetzt etwas zu viel. Gehe nochmal zurück. Vielleicht noch einen Schritt zurück. Wähle einen Wert von 36 und gehe hier ganz leicht drüber. Ja, und dann sieht man halt sehr schön, wie man hier im Prinzip nicht destruktiv arbeiten kann. Und das Ganze habe ich eben hier auch für die Augen gemacht, sodass hier etwas mehr Kontrast passiert an diesen Stellen. Last but not least habe ich eine Vignettierung dazu gegeben, einfach eine dunkle Ebene mit einer Maske, wo die Kanten dunkler sind und noch hier links oben ein Licht angedeutet, da das Licht hier von links oben kommt. Das heißt einfach einen kreisrunden Verlauf, ebenfalls mit weichem Licht und eben hier auch nochmal weiches Licht drüber, also das Ganze gedoppelt, etwas größer, sodass es natürlicher wirkt. Und so kann man eben doch relativ einfach, wenn man es einmal verstanden hat, Bilder einfärben. Ich möchte noch 5 Minuten oder so oder ja vielleicht 3 Minuten auf zwei oder drei andere Techniken eingehen, die relativ schnell erklärt sind. Das zeige ich am Beispiel der Kinder oder der Lok vielleicht sogar. Das ist vielleicht besser. Nehmen wir mal das Lok-Beispiel. Man sieht hier, dass ich nicht immer nur Einstellungsebenen genommen habe als Farbfläche, wie es zum Beispiel hier der Fall ist, sodass ich das jederzeit ändern kann, sondern man kann natürlich auch hier an dieser Stelle, wo habe ich das? Hier zum Beispiel habe ich einfach eine Farbtonsättigungsebene genommen, ja, um zum Beispiel das Dach einzufärben. Ja. Das heißt, wenn ich das hier ausmache, sieht man, dass ich damit das Dach eingefärbt habe und den Ebenenkopiermodi normal gelassen habe. Also auch da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen, weil natürlich je nach Grauwert eignet sich der eine Weg besser als der andere. Wenn man uns jetzt hier das Dach anschaut, sieht man, dass dieses Dach sehr hell ist und dementsprechend etwas schwieriger wäre, über Farbe einzufärben. Denn Farbe einfärben braucht immer etwas ja, Grauwert oder ja, ich sag mal, dunkle Bereiche. Das heißt, je dunkler der Farbbereich oder der Graubereich, desto intensiver die Möglichkeit, das einzufärben. Dadurch, dass wir aber hier einfach Farbtonsättigung nehmen und hier das Ganze auf Färben stellen, können wir die Helligkeit, Sättigung und den Farbton sehr einfach kontrollieren und das Ganze so ziemlich schnell und flexibel einfärben und auch mit der Sättigung noch spielen. Das noch einfach vielleicht als zweiter Weg, wie man eben hier Dinge ebenfalls einfärben kann. Eine dritte Möglichkeit, wie man hier Bereiche einfärben kann, ist über Farbbalance zu gehen. Auch das ist ein durchaus legitimer Weg. Farbbalance im Gegensatz zu Farbtonsättigung erlaubt mir hier Rot und Cyan, Grün, Magenta und Blau und Gelb zu bearbeiten und dementsprechend ebenfalls zum Beispiel den Mantel dieser Frau einzufärben. Also auch da gibt mir diese Herangehensweise ein etwas besseres, natürlicheres Ergebnis als jetzt der Weg über eine Einstellungsebene mit einer Farbfläche und dann über Farbe zu gehen, aufgrund einfach der verschiedenen Helligkeitswerte. Ich habe anfangs erwähnt, dass man dazu neigt, ein Bild zu sehr zu sättigen,
Ja, und dazu kann man verschiedene Dinge machen, zum Beispiel als oberste Ebene eine Farbton-Sättigungsebene anlegen und dann die Sättigung etwas zurücknehmen. Vielleicht nicht ganz so viel, vielleicht einfach nur einen Wert von minus 20. So wirkt das Bild tatsächlich farbig, aber relativ stark entsättigt, wie es vielleicht auch typisch wäre für ein uraltes Farbfoto, die natürlich dann schon ein wenig an Brillanz verloren haben und das Ganze nicht übermäßig gesättigt wirken soll. Also diese Techniken und Möglichkeiten sind hier gegeben, um Bilder einzufärben. Wenn man einmal das Prinzip verstanden hat, denke ich, ist es dann doch relativ einfach. Wichtig ist dabei einfach wirklich nur verschiedene Variationen in den Farben drin zu haben, in den Hauttönen. Vielleicht hier auch in dem grünen Bereich kann ich nochmal drauf eingehen. Wenn ich jetzt hier die Bäume hier mal einfach kurz zeige. Ich nehme nochmal die oberste Ebene raus, dass etwas deutlich ist. An den Bäumen sieht man hier, ich habe zwei verschiedene Grüntöne. Einmal einen Grundgrünton und einmal einen Highlight-Grünton. Man sieht jetzt hier die verschiedenen Masken. Also ich habe da einfach ein bisschen in den Baumwipfeln gemalt und dementsprechend auch hier nochmal die grünen Bereiche reingemalt. Also das gibt dem Ganzen einfach etwas Varianz. Also speziell hier in diesem Bereich sieht man das Ganze sehr, sehr schön und haucht dem Ganzen etwas Leben ein. Vielleicht noch ein letzter Satz zu den Gesichtern, weil die meisten, die ganz aufgepasst haben und von ganz am Anfang dabei waren, wissen oder haben gesehen, dass die Gesichter ursprünglich so aussahen oder teilweise komplett nicht vorhanden waren. Da habe ich mir tatsächlich, habe ich mich so beholfen, dass ich tatsächlich die Gesichter nachgemalt habe. Zum einen, also ich habe hier die Dame hier nachgemalt, tatsächlich mit einem Pinsel, einfach mit Grau. Und diese Herren hier, die auch kein Gesicht haben, die habe ich einfach hingeklont. Ja, das heißt, da wo jetzt zum Beispiel sehr viel große Störungen sind, habe ich einfach das Gesicht genommen und drüber geklont und dementsprechend ein Gesicht wiederhergestellt, ein bisschen mit dem Verschmieren-Werkzeug verzerrt, sodass es nicht ganz identisch ist. Das geht einfach so. Oh ja, alles klar. Wir können das Ganze hier an dieser Stelle zum Beispiel mit dem Wischfinger bearbeiten, indem wir hier reingehen und zum Beispiel einen ganz, ganz kleinen Wert einstellen. Können wir den Mann hier ein wenig lächeln lassen, oder den hier zum Beispiel traurig gucken lassen. Also so kann man reingehen und mit dem Verschmieren-Werkzeug ein bisschen Varianz gestalten, um das Ganze ja, vielleicht etwas natürlicher aussehen zu lassen. Von meiner Seite würde ich sagen, war es das jetzt soweit mit den Dingen, die ich euch zeigen wollte? Wir haben jetzt noch, ich glaube, so 5 bis 10 Minuten für Fragen, die ich hoffentlich alle beantworten kann. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ihr könnt mir über Twitter folgen, auch auf Facebook unter Ranitzky Design oder eben per E-Mail oder URL oder über alle anderen Möglichkeiten mir eine Nachricht schreiben. Ich freue mich, wenn ich von euch was höre. Ansonsten hoffe ich, dass der Vortrag inspiriert hat oder vielleicht auch informiert hat oder sogar beides und freue mich jetzt, euch Fragen beantworten zu können. Jawohl, das hat ja soweit schon mal ganz gut geklappt. Ich habe noch ein, zwei Slides, die ich dann zeigen werde. Ich hoffe, man kann meinen Monitor zazap, jetzt sehen. Wer heute der Meinung gewesen ist, Farbmanagement ist ein ganz klein bisschen zu kurz gekommen. Jawohl, heute haben wir uns wirklich auf reine Retusche hier konzentriert. Gibt aber ja von uns, von Data Color, eins bei der E-Book, wo es rund um Farbmanagement geht. 6 Kapitel habe ich zusammengeschrieben mit dem Christoph Künne von der Dogma. Und da gehen wir natürlich auf Farbmanagement ein. Ist in dem Link hier unten das Buch einfach zu, ja, ich sag jetzt mal, zu bestellen. Es ist kostenlos. Einfach den Namen und die E-Mail-Adresse eingeben und dann bekommt man einen Link zurück, um dann dieses Spider-E-Book runterzuladen. Wer uns ja irgendwo im Internet sucht, findet uns Data Color. Auf natürlich Facebook, auf Twitter, Pinterest, YouTube, LinkedIn gibt's uns auch, RSS-Feeds kann man abonnieren, gar keine Frage. Und wer darüber hinaus aber Fragen zu seinem Workflow hat,
vielleicht auch Fragen zur Kalibrierung mit dem Spider oder welchen Spider man da sich zulegen sollte. Man bekommt uns über unsere Support-Helpline, ist die 00800 700 800 70, ist kein Tippfehler, wirklich einen Doppel-Null am Anfang vorwählen, da dieses eine international kostenlose Rufnummer ist, sprich aus der ganzen EU erreichbar ist. Ja, nicht nur EU, die Schweiz gehört auch dazu. Also 00800 700 800 70. Wer uns per Ticket Support erreichen möchte, was natürlich immer ein kleines bisschen effizienter ist für uns, genauso auch wie für Sie, weil besser nachvollziehbar und so kann man einfach Schritt für Schritt alles nach arbeiten und sich anschauen, was da wirklich passiert. So können wir PDFs rausschicken oder Links zu Videos etc. Dann bitte unter support.datacolor.com. Jetzt gehe ich hier nochmal wieder einen zurück auf das Spider-E-Book, weil erfahrungsgemäß ist es das, was man hinterher nochmal eingeblendet sehen möchte. Da friere ich dann jetzt mal meinen Monitor ein und gehe in die